die Halloween-Zeit was ganz Spezielles ausgedacht. Und zwar habe ich einige Leute zwei koreanische Sachen probieren lassen, die wir hier in Deutschland überhaupt nicht kennen und die auch ziemlich gruselig klingen. Das sind einmal getrockneter Tintenfisch und Bondegi. Bondegi sind eingelegte Seidenraupenpuppen. Und das klingt definitiv, ja, ziemlich scary. Ich habe das Ganze auch zum ersten Mal probiert und wie es uns eingeschmeckt hat, seht ihr jetzt. Guck mal, sieht so gruselig aus. Sieht ganz süß eigentlich. Süß. Ich probiere jetzt mal das, da könnt ihr euch mal ein Stückchen von nehmen. Okay. Das, was am besten für euch aussieht. Boah. Okay, ist schon heftig. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ja, dann reiche ich erst mal mit denen an. Okay, okay. Also ich finde auf jeden Fall, die riechen überhaupt nicht gut. Also sie schmecken auf jeden Fall besser, als sie riechen. Ja. Sie riechen nach Fisch, sie schmecken nach Fisch, aber sie schmecken wie Nordseekrabben. Also salzig, ein bisschen salzig halt. Ja. Aber also wie Krabben, Fisch, oder? Fischgeschmack kann ich jetzt nicht so... Nee. Mehr? Das würde ich als Snack immer essen. Ja. Nicht so ein starker Geschmack, nur so ein bisschen Nachgeschmack. Also das finde ich geil, das ist jetzt Anfängerstufe. Wie Gummi mit Salz, Fisch, ist jetzt nicht so mein Favorit, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ist nicht gut? Ich weiß nicht. Ich glaub, ich würde die jetzt nicht so essen, so unbedingt. Es ist besser, als ich es mir vorgestellt habe, vom Geschmack her, aber die riechen ganz furchtbar. Würdest du so snacken zum Fernseher? Ja, nicht? Ja, nee, ich glaube, ich bleib bei Chips. Chips ist besser. Ja. Nee, also ich finde nicht, die schmecken jetzt nicht so nach Fisch. Wenn du einfach nur so gegessen oder auch als Beigabe? Ja, so als Beigabe. Snack. Als Snack oder so, genau. Super, so, auch wenn man Soju trinkt oder so zum Beispiel. Zu Bier schmeckt bestimmt auch gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum interessanten Teil. Yes! Das sieht ekliger aus, als ich dachte. Nein. Wenigstens ist es nicht glibberig. Abtropfen. Oh mein Gott. Ich dachte, die sind weicher, aber die sind mehr so fest. Ach du Scheiße. Boah. Was riecht? Dezent. Nach Hundefutter. Ich habe es mir nicht ganz so schlimm vorgestellt. Also auf der Dosenverpackung sieht es doch ganz lecker aus, muss ich sagen. Da sieht es eher aus wie so geröstete Nüsse. Soll ich zuerst? Ja. Ich habe die noch nie gegessen. Ein bisschen Angst gesehen. Erstmal riechen. Oh, die sind in Sojasauce und sowas eingelegt. Also. Die stauben ja. Hast du das gesehen? Oh, das war eben so eine Wolke. Ich glaube, ich muss gerade Telefon. Ich muss weg. Oh Gott, sieht das schlimm aus. Oh. Könnt ihr ja schon mal gucken, wie sie sich anfühlen. Oh, die sind hart. Ja. Gummi. Gummi. Ich habe richtig Angst gerade. Das kann ich. Und? Ich mag's nicht. Oh mein Gott! Oh Gott, mir ist schlecht. Ich glaube mir auch. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Nee. Nee, das hat gar keinen ekligen Geschmack. Nee. Ich find's gut. Ich habe mir jetzt mehr so einen mehr bitteren Geschmack oder irgendwas vorgestellt. Aber
Der Geruch ist ekliger als das Essen. Aber es sind nur Kokons, gell? Wie kann man nur sowas essen? Oh, komm! Lecker! Oh, komm! Mir fallen gleich die Augen raus. Super lecker! Komm mal, du schaffst das! Oh mein Gott! Oh, ich kann nicht mehr! Ich bin voll! Das ist ganz satt, ne? Satt! Schmeckt wie. Wie das, was du noch nie gegessen hast. Schmeckt wie Erbsen. Oh Gott, okay. Vielleicht muss man die warm machen. Vielleicht muss man warm essen. Das ist gut. Das ist gut. Hast du es geschluckt? Nein! Was ist das? Was ist das? Wieso kannst du das essen? Also, ich brauche die Dose nicht. Ganz mehr. Neuer Geschmack, muss ich sagen. Ganz viel Eiweiß. Also ein bisschen, sehr, man muss auch sagen, direkt. Im Nachhinein ein bisschen nussig. Würdest du jetzt nicht so im Alltag essen? Also es hat jetzt nicht so einen bestimmten Geschmack, das würde ich mir jetzt nicht kaufen, aber so zum mal probieren oder sonst irgendetwas schmeckt es voll okay. Kann man so mal auf eine Party bringen, so Leute zum Probieren. Das, also Respekt, das ist eine harte Nummer. Wer das als Delikatesse sieht, Junge, der hat es auch echt. Aber guck, auf der Verpackung hier, wie man sieht, sieht es eigentlich ganz lecker aus. So, sieht man das? Ja? So sieht es halt eigentlich aus, ne? Mein Fall ist es jetzt nicht. Sag ich euch ganz ehrlich, Freunde. Also wenn ich müsste, wenn ich nur davon, mich nur davon ernähren müsste, dann würde ich es essen. Aber auf keinen Fall freiwillig. Also ich finde das, nicht lecker. Die sind ranzig, ne? Ja. Vergammelt, so wie aus alten Socken rausgekratzt. Ich glaube, wenn man die in Korea so ein bisschen so frisch gemacht, mit ein bisschen, keine Ahnung, mit ein bisschen warm und frisch halt ist, dann ist das auch besser als hier. Schmeckt anders als kalt aus der Dose wahrscheinlich. Ja. Ich werde es in Korea auf jeden Fall auch nochmal probieren. Ich glaube nicht, dass es dort so schmeckt wie das hier. Aber gut, wir haben es gegessen. Wir lassen unseren Kopfschmuck jetzt noch ein bisschen falten. Okay, ich hoffe, ihr habt alle Happy Halloween. Und wir sehen uns im nächsten Video. Daumen hoch nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Ciao. Tschüssi. Happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween, Freunde. Und es ist gesund. Das ist doch die Hauptsache. Also man kann sich, irgendwie kann man sich dran gewöhnen. Und vor allen Dingen, das knackt so schön. So, das ist so richtig bissfest. Mmh.